70 Meter über Grund. Mhm. Also müssen wir jetzt ein bisschen nach links oder ja? Eigentlich die Richtung halten. Okay, dann machen wir das so. Auftrag ist. Oh, das sieht auch. Ja, ja. Hm? Kannst du es machen an dem Bürgermeister verkaufen, das Foto? Ja, ich mach Filmchen. Oder Filmchen, ja. Oh Gott, mit Ton! Nein, das können wir hinterher mit Musik überlagern. Bitte. Klassische Musik, ja, passt oh, gut. Das sieht auch gut aus da oben. Ja. Ja. Der hängt ja schön in der Sonne, ja. Ja. Und hat ein paar Kondensstreifen. Ist Sonnenuntergang. Ja. Ne? Da vorne dran ist eine grüne ist Wiese. Das ist natürlich ja. die Helligkeit, okay. Dauert ein bisschen länger ja. an. Ja. Ja. Wir sind immer noch auf Kurs. Hallo, sagt einer. Ja, ja perfekt. Wir haben jetzt ein Fahrrad da perfekt. Oben. Die schmeißt das Fahrrad in die. Und Handy dabei, klar. Ja, auf Film natürlich. Ja. Von jedem Foto, das die anderen hier von uns machen, bitte schön 1 Euro. Ja. Ja, dann wäre das was. Und du von jedem? Boah. Von jeder Ballonfahrt Geld gekriegt? Dann hätten wir einen Milliardär an Bord. Der Zielpunkt ist genau das linkste, was ein bisschen von den Windkraftwerken, was ein bisschen größer ist hier, da praktisch. Okay. Wiese? Ja, davor ist Wiese. Wollen wir da denn da landen? Ja, natürlich. Kommt? Können wir machen. Ja, okay. Wenn wir es bis dahin noch schaffen. Wenn da Wiese ja. ist. Das heißt, direkt davor sind Wingerts. Das wollen wir lieber nicht. Weingärten? Ja, ja. Das ist ein bisschen das Problem jetzt. Ja. Das sind teilweise sind es Weingärten. Ja, dann musst du wahrscheinlich doch, musst du doch vorher noch was suchen. Ja. Ja, oder weiter. Zwischen also, den beiden Dörfern ja. vielleicht. Ja, ja. Das ist dahinter dem Dorf, direkt, das sieht immer was Grünes und das ist so eine. Ja, das sieht nach grüner Wiese aus. Ne? Ja, aber wenn man näher kommt, kannst du. Steckst du nicht so ganz drin, ne? Aber das ist schon irre hier. Das ist Bobenheim-Rogsheim. Mhm. Eigentlich Rogsheim. Da kommt ein Flieger über uns weg. Mhm. Der ist im Gegenanflug praktisch. Das, wir sind so schön tief, das stören die nicht. Die haben 1300 Fuß Platzrundenhöhe. Ja. Das ist ein Motorsegler. Oder ein UL. Ja, ein Motorsegler. Ja, ich muss auch gucken. Ja, ja, ist völlig richtig. Völlig richtig. Rechts an dem Kirchturm vorbei. Katholische Kirche oder wegen des Kreuzes, ob wir es mitnehmen können. Mit dem Hahn, warte mal, die Evangelien haben auch einen Hahn. Ja, genau. Ja, genau. Wahnsinn. Ja, das geht tatsächlich. Ja, aber um einige Grade geht es. Ja, ja, wenn mit 2-3 Grad um einen bestimmten Abstand, dann kommt es wieder irgendwo komplett anders aus. Ja. Jetzt stimmt die Richtung. Ja? Ja. Schön. Ja. Ich
Da hinten ist der Donnersberg. Deshalb habe ich ja mal einen Observer-Kurs gemacht. Weil man mir immer erzählt hat, man könne keinen Ballon steuern. Und dann sind die immer auf der gleichen Wiese gelandet. Na, dann wäre guten Flug, ciao. November. Sensationell. Und wo kommen wir denn dann? Ja, das ist die Frage. Was ist jetzt Wiese? Was ist denn da? Vineyard? Links davon? Ich denke, hinten dran sind ziemlich viele Weingärten. Also ich würde vielleicht nicht ganz da bis da ran. Also irgendwo Weingarten bei dem mittleren Gebüsch da. Irgendwo kommen wir da hin. Im Prinzip da vorne dran sieht eigentlich das hinter relativ gut aus. Hinter dem Dorf, das sieht ja relativ hinter gut. Hinter diesem Dorf. Ja, ja, weil da hinten dran, ja, da noch rüber, das ist mehr ziemlich das weit. Ist das fast Äcker nur. Ist alles Wein, nicht? Ja, ja. Und Wein links ist davon alles Wein. Das ist eigentlich schade. Ich hätte ja rechtzeitig mal für eine Wiese sorgen können, ne? Ja. Ich das ja, gewusst das hätte. Ich hätte 2 Jahre Zeit gehabt, ein Stück zu kaufen, da einzuebnen, einzusäen. Ja. Soweit. Hast du soweit nicht gedacht? Nee, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Unglaublich. Unglaublich. Was ist hier für ein Lärm machen? Viecher, die da rumlaufen. Die haben irgendwie eine Gänsesammlung da. Das ist der Dorfteich da, für die Feuerwehr. Ja. Irgend sowas. Vergrünt, vermoostes. Also weit weg ist alles nicht so ganz. Die grüne da vorne, wenn man die anzielen könnte. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Die ist zu weit rechts. Das Da haben wir so ein kleines Gebüsch da. Und da hinten ist es auch ganz schön genau, grün. Genau, hinter dem Gebüsch habe ich auch vorhin gedacht. Da ist es wo die Ein Schwan. Der Staat. Störche sind das. Wir haben die Störche hier aus dem Nest gejagt hier. Aha. Hey, die kreisen da. Ja, ja. Noch drei Stück. Das eine auch noch im Nest. Störchennest haben wir gerade ein bisschen aufgeschreckt. Das macht nichts. Die sind sowieso zu faul, die Viecher nach dem Süden zu fliegen. Die bleiben jetzt alle da. Ja. Der, guck mal, der Wein an dem Haus sieht das nicht toll aus. Mhm. Wild. Wild. Ja, in alle Farben meine ich. Mhm. Und was haben wir denn an deine Möglichkeiten hier? Hinter diesem Ort wollen wir was suchen, oder? Ja. Ja. Da kommt dann wieder eine Leitung drüber. Ja. Vor den Äckern, vor dem Gestrüpp gibt es noch eine Leitung. Ja, auch noch eine Eisenbahn. Ja. Hinter der Eisenbahn das Grüne vielleicht, ha? Ja, wenn wir da. Das könnte sein, ja. Das ist ein ganz kleiner grüner Streifen ist da. Ja, entweder das oder da hinten das großflächige Grüne. Geht auch. Rechts am Kirchturm vorbei war ja, der Auftrag, hast du gesagt, oder? Genau. Ja, super. Guck dir das an, unglaublich. Du hast hier mit Profi zu tun. Ja, aber wirklich. Jetzt ist nur die Frage, damit wir denen nicht zu sehr vor die Nase fliegen, weil aus der Waldschneise raus kommt der Abflug vom Flugplatz, aber da müssen sie jetzt durch wahrscheinlich. Wir können denen ja was sagen. Ja, ja, genau. Wie nennt sich das Gebiet jetzt? Über Roxheim. Ja, ist schwierig zu beschreiben. Sagen wir, dass wir hinter Roxheim hier tief gehen und eine Landung.
Wie heißt der Ballon? Papa Hotel CBP. Charlie Bravo Charlie, Papa. Ja. Worms Info, Papa Hotel Charlie Bravo Papa. Papa. Bravo Papa hat uns schon genannt. Ballon Bravo Papa, wir befinden uns jetzt im Landeanflug auf eine Wiese hinter Roxheim. Bravo Papa, in welcher Höhe sind Sie jetzt? 485 Fuß. Ich bin hier im Moment in der Plattform. Dankeschön, Herr Licht. Ja, Entschuldigung, ich muss heizen, ansonsten. Ja, ja. Ja, logisch. Dann heiz mal gut hier. Das macht gar nichts. Nee, nee. Feste heizen. Hier ja, ist ja gerade Abwind. Und zur Landung leicht in die Knie gehen, ne? Okay. Ja, und nicht aussteigen. Ja, und die Hände innen lassen. Ja, klar. Kann auch sein, dass wir dann in Zeitlupe noch ein bisschen hopsen, könnte alles sein. Mm. Kann aber auch sein, dass wir stehen landen. Diese Wiese hier vorne wäre auch gar nicht mal so eine schlechte, ja, wenn das noch ginge, ja, weil, aber da kommen wir nicht ran. Nee. Ich glaub, wir dann lieber dahinter. Ja, dann lieber dahinter. Aber da rechts ist auch noch ein Weiland. Ja, aber jetzt geht es zumindest wieder hoch. Das ist schon mal erfreulich. Ja. Mitten nach Worms rein. Irre. Nein, wir gehen nicht nach Worms. Nein, ich meine, ja, wir können da jetzt reingucken. Da hinten ist der Dom. Ja. Das Wahrzeichen. Da ist auch was Grünes. Also das ginge auch. Da links von der Hauptstraße oder rechts von der Hauptstraße? Ja, da rechts von der Hauptstraße. Wir können nicht. Das geht beim Ballon. Ja, ich mache nur Angst. Zumindest ist hier nichts Scharfkantiges im Wege. Die Äcker sehen da alle. Ist ein ja. Hallo. Hallihallo. So. Unser Verfolger steht auch da. Ist wo ist er denn? Da, tatsächlich. Mach mal ein schönes Foto von ihm. Vielleicht da ganz hinten, das leicht grüne. Ja. Ja, genau. Da muss man über die Bahn drüber und dann irgendwo gucken. Ja, da kann er über die Bahn. Das macht er schon. Das macht er schon gut. Das macht er sehr gut, ja? Vielleicht muss er wieder zurück über die Bahn, wenn es jetzt weiter nach rechts geht. Ja, das ist ja die Frage. Er hat mehrfach Anhänger gefahren, der kennt sich aus. Der Dom in Worms. Ja, der Dom, ne? Hier. Ja. Genau das. Ja, super. Ja. Jetzt ist die Frage, ist das eine Wiese? Gerade hinter der Eisenbahn davor her. Ja, das ist auch noch ein Notstopp-Möglichkeit. Ja, ins Braune. Das ist keine Wiese. Ich muss erst. Ja. Wir müssen da hinten dann die Dose nehmen. Deutlich nach links, ansonsten muss ich die eher stoppen. Ja. Mal gucken. Das sieht für mich nach einer Wiese aus bisher. Das ist irre. Dann doch noch wohl hinter die
Bahn. Aber da läuft kein Weg, oder? Doch. Doch, da links ist ein Weg. Mhm. So ein Wirtschaftsweg da links, ja. Der so geschlängelt ist. Ja, ein Sandweg. Ja. Mhm. Ist das Sand? Nee, ich glaube, der ist bitte. Müssen wir halt ein bisschen ziehen noch. Mhm. Müssen wir dich halt ein bisschen vorziehen. Endlagerstätte. Da ist noch eine Leiter, ne? Ja. Ja. 3 Knoten hat das gut. Möglicherweise können wir, wenn wir da rechts, wir müssen erstmal über die Eisenbahn. Ja. Wenn wir dann möglichst noch rechts davon auskommen, können wir den noch zurückziehen. Auch noch. Ja. Ah, das müsste hinaus. Da drüben wäre der Wirtschaftsweg auch besser, deshalb wäre das schon günstig, wenn man es da hinziehen könnte. Mhm. Das müsste ihm was sagen. Ja, dass wir da landen werden. Also, er kann ja mal rankommen. Dieter? Nach? Ja. Wollte gerade sagen, wir gehen noch über die Bahngleise drüber und dahinter ist die grüne Wiese, die wollen wir erreichen. Und du kannst hier den Wirtschaftsweg entlang fahren. Westlich von der Bahn? Aus Klein-Niedesheim raus. Okay. Aus Klein-Niedesheim raus, Richtung Worms. Von Klein-Niedesheim Richtung Worms und dann muss ich irgendwo rechts runtergehen. Dann treffen wir die Straße. Ja, ja. Ja. Okay. Landebahn für uns sieht, glaube ich, gut aus. Jo. Ja. Wir können zumindest schauen, dass einigermaßen stehend hinkriegen. Feucht da, ne? Das ist ein bisschen feucht. Das ist kein schönes. Wir sind in der Nähe vom Rhein. Das ist ja, so. Guck mal, der startet noch. Also von daher können wir da rankommen, nicht? Oder? Ja, ja. Das ist ja der Wirtschaftsweg. An den linken Weg, ja. Wenn wir irgendwie rankämen. Schau mal. Ist das nicht wunderschön? Mhm. Unglaublich. Komisch, da ist viel Wind. Ich kann auch schon sagen, das ist ein Tal oder so. Und einmal die Landeseite genommen. Ihre Landezeit ein. Wo ist er denn?
Na gut, der muss jetzt erst die Einfahrt finden da rein, ne? Mhm. Ja. Der war schon da, nicht? Ah, ja. Also da, ja, da ist nur weiter. Der muss erst die Einfahrt finden, dass er da reinkommt. Er kann im Prinzip von der Durchgangsstraße, da wo der langfährt, da kann er abbiegen. Ich kann den gleich noch einmal, ja. Das ist kein Problem. So, jetzt müssen wir irgendwo jetzt gehen wir runter. Runter. Und dann nehmen wir das hellgrüne, glaube ich mal. Ja. Das nehmen wir uns dann. Und dann können wir die Beine da drauflegen, dann habe ich den Ballon schön wieder trocken. Sauber im Sack. Das ist immer. Immerhin noch immer so ein Ding, nicht? Also ja. Überall ist doch massig. Wasser da vorne, ne? Das Wasser, was da glänzt. Also das Dunkle ist eingesetzt, ja. Das andere müsste doch. Da ganz hinten, ja. Ist das Wasser? Das sieht so aus. Ja, auf der Straße, die ist nass, ja, da auf dem Weg. Aber das ist nicht tief, ne? Das ist wir müssen dann dich schon rausziehen da vorne hin. Wir können auf der Wiese können wir vielleicht noch besser einladen. Auf der Wiese können wir vielleicht besser, ja. Zum Verpacken. Ja, das ist die Frage, wie er kann da schon in der Ecke kommen, da die leicht grüne Wiese. Ja, ja. Nee, er braucht ja nicht so weit über das Wasser zu fahren da. Nee. Am Rand. Ich denke, das müsste passen. Na, machen wir. Moment, ich geh mal weg. Jetzt müssen wir da was runter. Sagen, denn wir können zurückgehen, ne? Ja, ja. Dieter, ich bin wieder auf deiner Frequenz. Herr Fulgerwert, ich gehe gerade über so einen Feldweg da und gucke, dass ich euch da erwische, kurz nach dem Bahngleis. Ja, wir werden gleich aufsetzen. Ne? Wir setzen gleich auf. Wenn du einen blauen Bus siehst, der ist auf der richtigen Tour auch. Fast 10 vor 5, also anderthalb Stunden. Das war optimal. Das ist keine Wiese hier. Der hintere schon, das nicht. Das ist eingesät. Das ist schon schön aus. Das ist auch keine Wiese, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, nur ein bisschen wildes Zeugs. Meinst du? Ja. Die hintere finde ich jetzt auch irgendwie verrückt. Aber das Dunkle konnten wir sehen, dass es frisch eingesät war. Wenn wir schauen, dass wir das wissen. Wenn man jetzt so bleiben könnte. Ja. Wenn man es kann, kann man es. Geht nicht. Wenn man viel Übung hat, geht das. Aber das ist dann wirklich Nuance. Jetzt geht es wieder ganz leicht drauf, sehr gut. Ja, ganz etwas. Da kommt schon der Bauer. Hallo, Bauer. Das könnte schon sein, wir kommen hier nicht über die Gleise. Ich muss gerade wenden und ein kleines Stück zurück. Ja. Mach dich leicht. Oh, nein. So, jetzt geht es wieder ganz leicht drauf. Okay. Der läuft hier rein? Ja. Gut, das ist keine Wiese, das ist ein Knollen. Aber wenn man die Ecke hätte, dann wäre es doch gut. Gerade ja, in der Winkel. Die Ecke. Ja. Das müsste dann wohl. Ah, ich habe glücklicherweise diese Plane dabei. Ja, aber das ist nichts Wertvolles. Das ist nicht das abgeerntetes, glaube ich. Ja. Okay. Das sind irgendwelche Reste.
Okay. Jetzt haben wir ein Begrüßungskomitee hier. Das ist ganz toll. Ja, guten Abend. Tag. St. Nikolaus. Genau. Weihnachtsmann ist schon da. Ja. Toll. Hallo? Ura. Hallo. Toll. Perfekt. Bravo. Dankeschön. Sie haben sich schon mal öfter verfolgt, oder? Man sieht es, er hält gleich Gewicht an Korb. So, schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Landung 10 vor 5. Ja. Ja. Wie kommt man hier nach der Bahnlinie hier rein? 25 Minuten hier. Auf den Weg? Genau über...